Okay. Wir befinden uns hier im Archiv der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Mein Name ist Christiane Wachsmann. Ich bin Kuratorin der Ausstellung über Hans Güschelow, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Wir machen hier einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellung in 5 Teilen. Dieses ist der erste Teil, der sich mit seiner Herkunft und seinen Anfängen als Architekt beschäftigt. Hans Güschelow wurde 1920 in Indonesien geboren. Er ging dann mit seinen Eltern nach Holland. Er ist gebürtiger Holländer und später nach Davos in die Schweiz, wo sein Vater, der Arzt war, das holländische Sanatorium leitete. Dort in Davos ist er aufgewachsen. Nach der Schule wollte er eigentlich Flugzeugingenieur werden und ist dann zum Studium nach Lausanne gegangen. Das war allerdings mitten im Krieg und er konnte nicht so gut Französisch, deswegen hat er das nach einem Semester aufgegeben. Und er konnte ja auch nicht irgendwo anders hingehen, denn in diesen Kriegszeiten waren ja die Grenzen zu. Er ist dann nach Zürich gegangen, an die ETH, die Eidgenössisch-Technische Hochschule, und hat dort Architektur studiert. Hans Güschelow, und das ist eben einfach wichtig, dass er so ein technisches Verständnis hatte, also dieses Interesse für die Flugzeuge, und das hat sich eben nachher auch in seinem weiteren Lebenslauf gezeigt. Er hat sich eigentlich weniger für die herkömmliche Architektur interessiert, als für industriell vorgefertigte Teile, aus denen man dann Häuser zusammenbauen kann, also wirklich für die Moderne. Und er wollte nach dem Studium sich auch damit beschäftigen, hat aber nicht den richtigen Arbeitgeber gefunden dafür. Deshalb hat er zunächst einmal einfach seinen Lebensunterhalt weiter damit verdient als Jazzgitarrist. Das hat er auch schon während des Studiums gemacht, also er hatte auch diese Affinität zur Musik. Und hat dann aber schon bald die Bekanntschaft von Max Bill gemacht. Max Bill, hier auf einem etwas späteren Bild, in den 1950er Jahren, war damals freiberuflicher Architekt, Grafiker und Künstler in der Schweiz und er suchte einen freien Mitarbeiter und kam dann auf Hans Güschelow. Und Güschelow hat dann eben zeitweise bei ihm gearbeitet, hat aber in dieser Zeit, ermutigt von Max Bill, auch schon sein eigenes Büro aufgemacht und dort Möbel entworfen. Denn mit der Architektur hat es eben nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, geklappt. Und ganz wichtig, da kommen wir später noch darauf, er hat sich als erstes eigentlich mit so einem Möbelsystem beschäftigt, dem M125, das kommt dann in der zweiten Folge vor. Und er hat aber vor allen Dingen eng zusammengearbeitet mit der Firma Wohnbedarf. Das war damals ein Schweizer Hersteller, aber auch eine Verkaufsplattform für moderne Möbel. Und die haben ihn auch sehr gefördert vor allem. Die Zeit, in der das alles geschah, das war eben die N40er und die 50er Jahre. Und hier haben wir jetzt erstmal einen kurzen Blick, wie die industriell gefertigten Gegenstände damals aussahen. Also angefangen von diesem Radio. Oft wurden solche Dinge gar nicht, also Industriegestalter in dem Sinne gab es ja gar nicht. Es waren dann eben Architekten oder Künstler, die dann solche Dinge entwarfen oder gestalteten oder vor allem auch Ingenieure. Ein wichtiges Beispiel dafür ist zum Beispiel dieser Brenner, die Firma Weishaupt. Die Firma Weishaupt ist hier in der Nähe von Ulm ansässig und hat in den 50er Jahren angefangen, diese Brenner herzustellen. Und hier an diesem Teil sieht man halt sehr gut, dass das ein Ingenieurentwurf ist. Man sieht die einzelnen Teile, die Technik kann man eigentlich aus dem Gehäuse ablesen, was natürlich nachher für den Benutzer eigentlich nicht besonders interessant ist. Der muss vor allen Dingen wissen, wo kann ich was einstellen, wo ist der Knopf. Güschelow hat später für diese Firma einen neuen Brenner entworfen. Das kommt aber eben auch später. Ganz wichtig für die spätere Geschichte von Güschelow und der
Hochschule für Gestaltung Ulm war dann auch noch die Firma Braun. Hier sehen wir ein klassisches Radiogerät, das 1939 gefertigt wurde. Max Braun war der Gründer dieser Firma, er war Ingenieur und diese Radiogeräte sehen halt sehr aus wie Möbel. Das war ja so eine Diskrepanz, dass es einerseits technische Geräte waren, aber sie sollten andererseits in den Wohnzimmern nicht allzu sehr auffallen. Und dieses Gerät wird später auch noch eine wichtige Rolle spielen, wenn es nämlich um die Zusammenarbeit zwischen Hans Güschelow und der HFG für die Firma Braun geht. Und zwar bei diesem Entwurf, einem ja eigentlich den bekanntesten Entwurf von Hans Güschelow, den er zusammen mit Dieter Rams gemacht hat, auf den werden wir später noch genauer eingehen. Das ist der Schneewittchensarg von 1956. Das war die erste Folge unseres kleinen Rundganges und ich freue mich, Sie dann das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen.